Heute habe ich was Spezielles mitgebracht, und zwar das Opinel Pilzmesser. Eine ganz interessante Klingenform. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Wenn du jemand bist, der Pilze sucht, also Schwamm aussucht, der Kräuter gerne verwendet oder essbare Pflanzen gerne sammelt, und dann ist dieses Messer vielleicht etwas Interessantes für dich. Wenn du grundsätzlich auf Messer stehst und dich interessiert, was das ist, dann auch. Und ansonsten klick ganz schnell weg, weil du wirst dich langweilen. Denn das ist natürlich kein klassisches Survival-Messer, sondern das ist ein Spezialmesser. Opinel nennt das Pilzmesser, um Pilze damit zu reinigen. Deswegen sind da hinten diese lustigen Borsten drauf, die angeblich Wildschweinborsten sind. Ich meine, sie riechen zwar nicht mehr nach Wildschwein, aber sie sind sehr hart und stachelig, und daher kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Und da ist die Idee dahinter, dass man den Pilz, das Schwammerl, das aus der Erde rauswächst, einmal abputzen kann. Das ist natürlich nicht nur ein Schwammerlmesser, sondern du kannst das auch jetzt im Herbst zum Beispiel, du siehst, da hinten ist es ein bisschen dunstig und da kommt ein bisschen der Dunst rein, also es ist neblig, ich sehe auch gar nicht so allzu viel. Da ist jetzt die Wurzelzeit. Die Energie der Pflanzen, die kalorienreichen Teile sind jetzt unter der Erde zu finden, und da ist sowas zum Abputzen eine ganz klasse Geschichte. Wie auch immer, das kann man mit diesem Teil hier machen. Und dann vorne diese Klingenform natürlich auch durch diese schöne Biegung, die das hat. Das ist praktisch, wenn man jetzt ein Schwammerl am Stiel schneiden möchte. Ja? Das heißt, wenn man da jetzt zum Beispiel abstielen möchte, das ist absolut genial, damit machbar. Also ich nehme das jetzt so. Ich weiß, so soll man nicht schnitzen. Ich habe ein eigenes Video gemacht vor Jahren, wo ich gesagt habe, nein, das darf man nicht tun. Und jetzt tue ich es trotzdem. Nein, aber es geht ja um ein Schwammerl. Ich schneide da ja nicht durch, sondern dass ich im Endeffekt das ringle hier. Ja, das kann man schön ringeln, und dann werfe ich den oberen Teil einfach weg. Ist zum Ringeln gedacht, also nicht zum Durchschnitzen in dem Sinn. Und das geht mit dem Teil sehr, sehr gut. Dann hast du dann noch zwei Funktionalitäten da an der Stelle. Ja, nämlich, ja, da kannst du, wenn du dir jetzt so ein Schwammerl vorstellst oder wenn das eine Wurzel wäre, dann kannst du mit dem hier, hops, das muss man fixieren natürlich, ja, dann kann man da jetzt abreiben und abreinigen sozusagen in dem Zusammenhang. Ne? Und du siehst, wenn ich das mit einem Holzstecken machen kann, dann geht das natürlich mit einer Wurzel oder einem Schwammerlstiel, einem Pilzstiel natürlich auch. Auf der anderen Seite, für uns Survivalisten, wenn wir jetzt nämlich nicht nur an Essen denken, sondern auch an Feuer machen, ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, wenn man da so schöne Locken rauskriegt. Ja, da kann man sich das Featherstick-Arbeiten einfach ersparen. Also so blöd ist das Teil gar nicht, aber wie auch immer. Und dann natürlich, du kannst diese Klingenform, wie du siehst, die ist nicht so einfach nachzuschleifen. Also zum Beispiel mit einem CC4, den ich so gern habe von Fellniven, schwierig, ja, da brauchst du halt einen Stab, ja, habe ich jetzt leider nicht da, aber du könntest das jetzt mit einem Stab nachziehen, das funktioniert sehr gut. Und das Teil ist Hölle scharf, also das ist ein Haselstecken, und der ist wirklich fetzig, und den zerstöre ich mit dem Teil, ja. Also blöps, ja. Ganz typisch, massiver Anschliff, ja. Oh, das ist ein Wahnsinn. Opinel ist ganz einfach eine ganz klasse Geschichte. Also du siehst, das Ding schneidet auch das eine oder andere. Natürlich, das ist jetzt kein Messer, wo ich sage, wenn ich jetzt in eine Survival-Situation kommen würde, dann wünsche ich mir genau das und alle anderen nicht. Nein, das wäre gelogen, weil das ist nicht der Fall. Aber das Teil ist nicht schlecht, weil es sehr praktisch ist, ein Spezialmesser, und zur Not kannst du auch damit deine Feuermacht-Tasks durchführen. Da hinten ist angeschliffen. Also du siehst, das ist nämlich auch noch, das muss ich erzählen noch, es hilft nichts, tut mir leid, musst aushalten. Schau mal, diesen Teil, mit dem man da diesen Stiel abputzen kann, der ist auch zu sehen, wenn das Messer einklappt. Die sind einfach super, weil dann brauche ich das Messer nicht aufmachen, sondern ich putze einfach nur mal, weil vielleicht brauche ich ja nicht schneiden. Und jedes Mal, wenn ich mir das erspare, ist das gut. Und auch dieser angeschärfte Klingenteil hier, ja, der ist auch heraus, also auch zum Abschaben. Natürlich immer wieder diese ganz klassische Opinel-Sicherung, das kennst du wahrscheinlich schon. Das Messer ist einfach ein Traum. Und jetzt nur eine kurze Anekdote, ich wollte das Messer schon seit Jahren. Jahren meine ich, mein älterer Bub ist jetzt 9 Jahre alt, ich will das schon über 10 Jahre, 12 Jahre will ich das schon, ganz, 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 ganz lang. Und wir haben immer gesagt, Emanuela und ich, also meine Frau und ich, haben immer gesagt, naja, und muss man und soll man und ja und blö und ja, ist ja so teuer. Ich gebe dir übrigens unten den Link zu dem Produkt, das ist gar nicht so teuer.
Aber wurscht. Und, da, und dann war ein Teilnehmer bei mir am Kurs, auf einem Kräuter, auf einer Kräuterwanderung, und hat das Messer mitgehabt und ich habe mit dem Wurzeln geschnitten und putzt und so. Und dann habe ich, nachdem die Wanderung aus war, sofort bin ich auf den Herrn Amazon gegangen, habe mir das und habe das bestellt und habe gesagt, das ist einfach vollkommen wurscht, was meine Frau sagt. Vielleicht siehst du das jetzt, Manuela. Ja, so war es halt ganz einfach. Und jetzt hat sie es in der Hand gehabt. Und sagt, hey, das ist wirklich super. Glück gehabt, ne? Habe ich Glück gehabt. Nein. So weit, so gut. Ich wollte dir dieses Messer einfach vorstellen, auch wenn es kein klassisches Survival-Messer ist, weil es cool ist. Unten hast du den Link direkt auf das Produkt, wenn du es dir anschauen willst. Wie gesagt, kostet keine Welt. Ich sage danke fürs Dabeisein. Vielleicht magst du mal einen Daumen nach oben geben oder einen Kommentar schreiben, ob du so ein Messer schon in Erfahrung gebracht hast. Und was du davon hältst, dass man das auch als Survival-Messer einsetzen kann. Ja, im absoluten Notfall, denn du weißt ja, jedes Messer ist besser als gar keines. Das wäre super. Wenn es das erste Mal hier bist, ein Abo, dann mag ich dir darum bitten. Herzlichen Dank. Da ein paar andere Videos zum Anschauen. Bis bald, dein René Rossmann. Ciao.